Ja, hey Leute, heute mal wieder mit einem kleinen Video und zwar Sale and Trade. Ja, ich habe ein paar Wheels im Angebot, ein paar Decks. Ja, ich habe als erstes die King Sides. So, da sind die King Sides, ja, Classic Wheels in Black, also Bearing Wheels, also mit Kugellagern, sehen so aus. Kingsides, also kommen halt Standard immer mit den Decks. Ja. Und die Kingsides V1 Wheels, die sehen so aus. Das sind so ein bisschen klar, also so weißes. Die sehen halt schon ein bisschen besser aus, rollen besser. Aber ja. Es unterscheidet sich halt nicht viel, bloß naja, die V1 sind halt ein bisschen besser. Also wie gesagt, diese Wheels, die V1s, habe ich von einem Kumpel geschenkt bekommen. Die hier auch, die schwarzen. Und ja, die fahre ich noch nicht lange. Sonst hatte ich vorher die Winklers. Ja, habe ich halt immer noch, aber die Winklers, wenn dann behalte ich halt. Die Winklers trade ich nicht, die behalte ich, die Black River Edition White. Ja, was habe ich noch? Müsst ihr mal warten. Ja, ihr müsst nicht warten, aber ja, sonst trade ich halt noch die Rail oder Sail. Ja. Sonst, also wie gesagt, ja, nein, nicht wie gesagt, aber die Wheels, also 4 Stück, ja, die kosten 6, 7, ja, also für die V1, für die normalen 5 Euro, also für die Classic und für die V1, sag ich mal, ja, also die V1 sind eigentlich kaum benutzt, kosten tun sie 17 Euro, glaube ich. Ja, machen wir 12 Euro für die V1. Also hier waren schon richtig geil, richtig leise. Also ich kann das mal demonstrieren. Also von Tischende bis von Tischanfang bis Tischende kommen die locker. Oh! Jetzt muss ich. Ja. Also ist wirklich echt gut. Ach, sieht man jetzt nicht. Verdammte Kamera. Aber also sind richtig geil. Ja, ich hoffe, ja. Also wie gesagt, Sale oder Trade. Und ja, die Wheels Classic 5 Euro und die V1 12. Ihr könnt halt mir halt noch Angebote machen, ein bisschen Handel tue ich. Ach ja, und noch die Decks, also noch zu traden habe ich. Zu traden habe ich hier ein Southboard, Naturshape. Ist halt High Kicks, Deep Concave, Medium Dips. Ja, dann habe ich noch, was ich mal getradet habe. Was ich eigentlich im Moment nicht mehr brauche. Das Thunderboard hier, also es sieht wirklich richtig geil aus, also hat breite Löcher, kann man, also das fokussiert sogar die Kamera, also ist die breite Löcher hat. Ja, also Lagen sieht man hier, 4 Lagen, ja, das habe ich halt gegen meinen Bolli getradet, ja, ich brauche das Bolli Brown. Sonst, also die habe ich halt von Henrik als Dings als Sponsorpack bekommen und die werde ich nicht traden, aber das ja verkaufen oder traden, wie gesagt, ja, machen wir immer 5 Euro, 3, ja, 5, 4 Euro, je nachdem. Ja, zum Angebot stehen Deck, Kingsides Classics,
Kingsides, ah, da waren Nonsense drin. Kingsides V1. Ja, und ja, die Rail. Aber das mit der Rail ist halt sowas mit dem Versand. Ja, dann müsst ihr halt Angebote machen. Na denn, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht Angebote oder sagt halt, was gegen was ihr traden würdet oder wollt. Haut rein!